Ja, ihr Lieben, ich habe eben von dieser Kerze hier einen Docht abgeschnitten bzw. eingekürzt. Warum habe ich das gemacht? Das will ich euch sagen. Das hat nämlich einen ganz entscheidenden Grund und bringt auch einen ganz großen Vorteil mit sich. Ja, warum habe ich den Docht dieser Kerze jetzt gekürzt? Kann ich euch sagen, ein Kerzendocht sollte maximal 5 bis 7 mm lang sein. Ja, schauen wir uns doch mal hier von so einer neuen Kerze den Docht einmal an. Halten wir mal meinen Finger da gegenüber. Das ist so Pi mal Daumen, ja, ein Zentimeter. Und wir sehen schon, der Kerzendocht, der ragt dann noch drüber hinweg. Der ist also doppelt so lang bis fast dreimal so lang, wie er eigentlich entsprechend sein sollte. Das führt dann dazu, dass die Kerze im Allgemeinen einmal zu schnell herunterbrennt. Das heißt, ihr habt nicht so lange was von der Kerze und müsst eben schnell oder schneller eine neue Kerze aufstellen. Den Handel wird es freuen, der verkauft dann nämlich mehr. Deshalb sind die Dochte immer etwas länger. Der zweite Grund, warum ihr den Docht einkürzen solltet, der liegt daran, dass die Kerze vermehrt in der Mitte durch einen zu langen Docht zu schnell herunterbrennt. Das führt dann dazu, dass die Flamme anfängt zu flackern und sich Ruß bildet, ja, und das atmen wir ein und das ist eben nicht so gesund. Und um das zu reduzieren, empfehle ich euch, den Docht doch auf 5 bis 7 mm herunterzukürzen. Und dann fahrt ihr da mit einer besseren Sache, sage ich jetzt einfach mal so. Was man zusätzlich noch machen kann, um die Haltbarkeit der Kerzen zu erhöhen, das ist, dass ihr die zum Beispiel ins Gefrierfach legen könnt, bevor ihr die anmacht, oder nach draußen ins Kalte stellt, wenn es trocken ist, denn auch kalte Kerzen brennen langsamer herunter. Das erhöht noch mal die Haltbarkeit. Ja, ich hoffe, das Video war informativ und ihr setzt die Schere genauso an wie ich. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben geben. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr euch für Haus- und Gartenthemen interessiert. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin.